Hallo Leute, ich bin jetzt endlich im Hotelzimmer. Ich kann euch sagen, das war so eine lange Anreise, aber irgendwie auch lustig. Ich habe ein Mädel im Zug kennengelernt und ja, deswegen war es dann doch nicht ganz so schlimm, aber hat echt lange gedauert. Zum Glück bin ich IC und ICE gefahren und zum Glück habe ich dann auch noch den Anschlusszug bekommen. Aber okay, ist jetzt sowieso nicht so interessant. Ich bin jetzt auf jeden Fall endlich in Stuttgart im Hotelzimmer und ja, deswegen, ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen und so eine ganz kleine Roomtour machen. Also hier kommt man praktisch rein. Dann, ich habe es mir selbst noch nicht genauer angeguckt, ist hier eben das Badezimmer. Moment. Hä? Warum geht denn der Schalter jetzt nicht? Ah, der Lichtschalter ist hier und das ist nicht der Lichtschalter. So viel ist jetzt schon mal klar. Ja, auf jeden Fall geht es hier ins Badezimmer. Ich habe zum Glück einen Föhn, das ist super gut, weil ich werde mir gleich auf jeden Fall noch die Haare waschen. Ja, Toilette ist Standard und ui, eine große Dusche. Wie schön ist das denn? Ah, die ist richtig schön. Ja, hier ist dann eben ein Kleiderschrank. Ja, ich werde sowieso aus dem Koffer leben, denke ich mal, jetzt die zwei Tage. Und ich denke mal, ich werde hier auch gleich so ein ziemliches Chaos hinterlassen. Und ja, das ist mein Zimmer. Also, ja, das war gerade auch mein Zimmer schon, aber hier ist auf jeden Fall die Ecke mit dem Bett. Für mich ganz alleine so ein richtig schönes, großes Bett. Ich glaube, ich werde ziemlich gut schlafen heute Nacht. Ja, ich sehe auch schon gut fertig aus. Auf jeden Fall hier hinter mir ist, wie ihr sehen könnt, noch ein Fernseher. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den unbedingt benutzen werde, obwohl doch so zum Einschlafen gleich werde ich doch noch ein bisschen Fernsehen. Ja, habe ich hier eine Minibar. Ui, ein Wasserchen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe zwar Wasser mitgenommen, aber ist auf jeden Fall gut, dass da noch eine gekühlte Flasche ist. Ja, genau. Und ich glaube, mehr gibt es hier. Ja, da mache ich das Licht wieder aus. Mehr gibt es auch gar nicht mehr zu zeigen, glaube ich. Ich gucke mal gerade, ob ich euch den Ausblick... Obwohl, nee, da guckt man nur auf die Autos. Und ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auch erstmal verabschieden. Ich weiß noch nicht, wann ich mich wieder melde, aber... Ich melde mich auf jeden Fall. So Leute, ich glaube, ich Netflixe jetzt noch ein bisschen zum Einschlafen. Ich brauche mal irgendwas zum Einpennen. Hey Leute, es ist ein neuer Morgen und es ist der Tag der Glow. Und ja, ich bin soweit auch schon, ja, fertig. Ich werde mal gleich fragen, wie weit die Astrid ist. Ich glaube, die war noch nicht ganz fertig, hat sie gerade geschrieben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später. Und herzlich willkommen zurück. Und ja, ich befinde mich vor der Glow und ich möchte euch heute auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr spannender Tag werden. Und ja, ich freue mich total auf euch. Ich bin auch schon richtig aufgeregt und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Yo, Leute. Yo, Leute. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Kennst du das von Scary Movie 2? Was geht ab? Ja, was geht ab? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall drin. Ja, noch ist es relativ leer. Ich glaube auch, das wird die größte Glow, die es hier gab. Ne? Jubiläumsglow. Richtig krass. Glow. Und wir sind dabei. Richtig geil. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal um und dann melde ich mich gleich nochmal. Der Pink Carpet. Wir warten schon auf euch sofort. Wie geil ist das denn? Geil, Leute. Mega. Hey Leute, schaut mal. Voll die riesigen pinken Banner einfach. Richtig geil. Was denn? Die lacht mich hier aus. Okay, wir stehen hier gerade mitten auf dem Teppich. Und da werden auch schon Interviews geführt mit irgendwem. Kennst du den oder die? Die? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das ist. Naja, auf jeden Fall werden da gerade Interviews geführt. Ja, wir genießen es jetzt gerade, dass es noch so leer ist. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn es dann später voll wird, aber im Moment ist alles noch so schön. Man kann alles so schön erkundschaften und ja, sieht einfach mega hier aus. Okay Leute, schaut euch das mal an, diese Massen im Hintergrund. Richtig krass, da weiß man schon, was einen gleich erwartet. Ja, und ich bin schon richtig, richtig aufgeregt. Also die Stimmung ist auf jeden Fall schon richtig gut. Das hört sich schon mal echt gut an. Oh, die Leute kommen rein. Okay, Leute, hier, wenn man reinkommt, ist direkt der Daddy-Shop. Ja, ist auf jeden Fall.
Club. Und alles so wunderschön pink. Hammer! Richtig Hammer! Oh, da haben wir gerade aufgelegt. Couch, richtig schön. Leute, wir sind angekommen. Oh, und Astrid fällt kurz vorher auf die Nase. Ja, wir sind an unserem Luwas-Stand. Surprise, surprise. Oh ja, unser. Oh mein Gott, schaut euch das an. Wie geil ist das bitte? Das ist einfach mein Bild. Oh mein Gott, richtig geil. Ich bin mega stolz. Ja, ich freue mich so unglaublich gerade. Yay! Da ist sie, die Larry. Astrid. Oh ja, hier ist noch so ein Red Carpet, Yellow Carpet. Auf jeden Fall richtig schön. Ich liebe diese Farben. Und ja, Leute, ich weiß nicht, ich kann einfach irgendwie nicht weggucken. Das ist so geil. Das macht einen so richtig, richtig stolz. So, Leute, ich bin jetzt gerade dabei, mir die Haare machen zu lassen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bekomme jetzt so ein paar schöne Locken und ich sitze hier gerade. Wo war das jetzt genau? Bei McDonald's. Ah, ja, klar. Wie konnte ich das vergessen? Leute, ich bekomme gerade einfach pinke Haare. Wie geil ist das denn? Ihr wisst ja, ich liebe das. Ich stehe ja total auf pink und ich hatte ja auch mal pinke Haare. Und ja, extra für die Glow, die ist jetzt auswaschbar, die Farbe natürlich, aber trotzdem. Ich finde es richtig geil gerade. So Leute, wie ihr seht, sind jetzt endlich meine Haare fertig. Ich fühle mich auch gleich schon viel besser. Jetzt habe ich nur leider die Astrid verloren. Und ja, die gehe ich jetzt gerade mal suchen. Ist ja nicht gerade klein hier. Ich hoffe, ich finde sie jetzt gleich. Okay, Leute, ich bin jetzt gerade beim Hausstand. Der sieht auf jeden Fall auch richtig schön aus. Natürlich rosa. Ne? Ja, und da werde ich jetzt auch mal vorbeischauen. Okay. Also ich muss gar nichts machen. Sie gucken. Genau. Sie können gerne, also die Ananas kann man auch abnehmen. Oder den. Ja, ja, den habe ich immer schon bereit. Wenn das gut ist. Ja, genau.
Was machst du denn da für Turnübungen? Eine Frage, die ich auch sehr, sehr gerne stelle, ist, gibt es, wenn ihr nur noch ein Produkt benutzen dürftet, was wäre es? Einmal der Reihe. Ich habe auf jeden Fall Blush, weil ich ja braune Haut mag, also auf jeden Fall Rouge und Blush. Hallo! Hi Leute, wir sind Larissa vom Kanal Ariel. Und Astrid vom Kanal Rockin' Foxy. Genau, und wir sind jetzt gerade noch am Lubas Stand. Und ja, wir würden uns mega freuen, wenn ihr vorbeikommen möchtet. Dann machen wir noch ein paar Fotos. Okay Leute, Astrid und ich hatten gerade unser Meet and Greet und ja, es war auf jeden Fall richtig, richtig schön, so ein paar Leute von euch kennenzulernen und ja, wir haben uns über jeden wirklich total gefreut, der da war und ja, einige waren echt total süß. Ja, jetzt gleich gehen wir auch schon nach Hause bzw. ins Hotel dann, weil wir wollen noch so ein paar Kräfte schon auf jeden Fall, weil später ist ja dann auch noch die Aftershow-Party und ja, auf die freue ich mich ganz besonders. So jeder Stand ist wirklich richtig aufwendig gestaltet. Man kann auch überall so tolle Fotos einfach machen und ja, ich bin auf jeden Fall richtig begeistert, obwohl ich sagen muss, ich glaube, das ist nicht die größte Glow wie angekündigt. Ich meine nämlich die Glow 2017 in Berlin, wo ich vor dieser Glow war, war ein bisschen größer. Also ist mir auf jeden Fall so vorgekommen. Leute, das ist unsere Ausbeute von einem Tag. Schaut euch das mal bitte an. Und vor allen Dingen, wir haben die Taschen noch zusammengepackt. Wir müssen euch das später mal zeigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Hey Leute, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden. Auf jeden Fall bin ich mega, mega kaputt. Und jetzt geht's aber gleich in einer Stunde schon zur Aftershow-Party. Also ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Nur ob es jetzt noch in dem ersten Teil vom Glow-Vlog erscheint, das weiß ich noch nicht. Ansonsten werde ich euch noch mal einen zweiten Teil machen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich wahrscheinlich dann für heute. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich noch in einem zweiten Teil. Aber ich will nichts versprechen. Ich werde mich jetzt aber auf jeden Fall fertig machen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn dem so ist, ich freue mich natürlich immer über ein Däumchen nach oben. Ich bin unfassbar glücklich gewesen, ein paar Zuschauer von mir treffen zu dürfen. Und ja, vielleicht sehe ich ja morgen noch ein paar. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!